Ich bin der Gerrit, sonst ist der Kamera. Aber heute nur der Gerrit und ganz sicher nicht die Kam. Ich gebe euch einen kurzen Impuls und Einführung zum Thema Evolution von Legalisierung. Das ist ein wichtiges Thema, insofern, dass die Befürworter vorher immer sagen, wir können viel Gutes damit erreichen. Und die Ablehner, die sagen dann schnell, nö, das stimmt alles gar nicht und außerdem passiert da total viel Schlimmes. Und deswegen ist halt ein großes Interesse daran, dass man rausfinden kann, was passiert wirklich. Und weil das schon seit ein paar Jahren so läuft, kann ich da auch ein bisschen spoilern, das ist alles ganz entspannt. Ich gebe euch einen kurzen Überblick über das, was sich bereits herauskristallisiert hat, was das ist, wie das gemacht hat. Der Impuls bezieht sich aber dann auf die Eckpunkte, also das, was Georg und der DHV fordern, im Sinne von, was kann man alles messen, was fallen für schlechte Effekte weg und was entstehen neue, gute Effekte. Und darauf beziehen sich dann später auch eure Diskussion und die Abstimmung mit diesem Abstimmungstool. Ja, gut. Das erste große Feld der Evaluation ist ganz sicher die gesundheitliche Sache. Es werden Prävalenzen gezählt, es werden insbesondere Krankheitsprävalenzen gezählt, Behandlungsaufnahmen, Notaufnahmen und solche Dinge. Und das ist eigentlich soweit alles ganz entspannt. Ein bisschen problematisch sehe ich, dass das mit Methoden gemacht wird, die noch aus der alten Zeit kommen und dementsprechend mit dem Verbot verbunden sind oder dem Verbot untergeordnet sind. Es hat sich aber herausgestellt, dass auch dabei im Grunde keine schlechten Ergebnisse entstehen. Wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass man nicht jeden Konsum als krankhaft betrachtet. Also wenn Lebenszeitprävalenz oder Monatsprävalenz hochgeht, im Grunde kann man das ignorieren, denke ich. Zumindest um die gesundheitlichen Aspekte zu bestimmen. Das zweite große Feld, das sich bereits herauskristallisiert hat, ist mehr im kriminologischen Gebiet und zwar insbesondere, was passiert mit den Schwarzmärkten? Werden die wirklich zurückgedrängt? Wie entwickeln die sich? Das sind meistens staatliche oder bundesstaatliche Vorstellungen, das heißt, die zählen das selbst, um ihre eigene Legalisierung zu evaluieren. Und es hat sich ein bisschen rauskristallisiert, dass so ungefähr die magische Grenze ist, 60% des Schwarzmarktes sind weg, weil das ist mehr als die Hälfte, klar erkennbar. Und das ist im Grunde in allen Märkten bisher der Fall und es dauert zwischen 1 und 5 Jahren, je nachdem, was man da für eine Legalisierung wählt. Und wichtig ist zum Beispiel, in Kalifornien hat man gesehen, da hat man ein Patchwork, je nach County, da dauert es dann auch ein bisschen länger. Das ist das Standardprogramm, das wird so gemacht, garantiert auch hier in Deutschland, kann man von ausgehen. Nur die Sache ist halt, was fehlt da? Da ist nicht drin, dass das Verbot massive negative Effekte hat, die dann wegfallen und was man auch erleben und auch wissenschaftlich messen kann und dass gewissermaßen neue positive Effekte entstehen, die man nicht übersehen sollte. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist zum Beispiel der Rückgang von Konsumprävalenzen von anderen Drogen und von Medikamenten. Das hat man schon bei Legalisierung von medizinischem Cannabis gesehen, dass Verschreibungen für Benzos und Opioide zurückgehen. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen durch die Recreational Legalization. Es ist im Grunde so, dass das Cannabis diese Sachen ersetzt mit ein bisschen Zeitverzögerung, mit Konsumrückgängen. Das wird berichtet von Patienten und von Konsumenten. Und solche Dinge darf man nicht verpassen. Und Georg hat eine ganze Reihe anderer Dinge noch rausgesucht für die DAV-Eckpunkte, also zum Beispiel, dass Traumatisierungen wegfallen durch Hausdurchsuchungen oder durch Intimdurchsuchungen, dass Gewalttaten zurückgehen, weil der Schwarzmarkt kleiner wird. Das alles sollte auch evaluiert werden und vor allem sollte damit auch frühzeitig begonnen werden. Man braucht einen Vorher-Nachher-Vergleich auch für diese Dinge. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen das größte Problem, dass man das schnell kriegt und auch, wer soll das bezahlen, wenn die staatlichen Stellen kein Interesse haben, das zur offiziellen Evaluation zu machen. Das läuft dann in separaten Studien, die entweder nicht finanziert sind oder die man beantragen muss. Und ich vermute, dass diese Dinge nicht in den offiziellen Evaluationen auftauchen werden. Und deswegen ist mein Impuls,
Was ist das alles? Wie kann man das messen? Und auch, wie kann man die Politikerinnen und Politiker davon überzeugen, dass das echte Daten sind, die in den Kanon der Evaluierung gehören? Ja, das möchte ich euch bitten zu diskutieren. Danke. Ja, vielen Dank, Gerrit, für die Ausführung. Gibt es direkt auf den Impulsvortrag irgendwelche Fragen? Dann bitte ein Mikrofon an den Herren. Haben wir ein Mikrofon hier? Ich sehe gerade nämlich keinen Helping Hand. Ich kann auch Helping Hand spielen. Ja, einfach mal nur, um den Schwarzmarkt mal einzuordnen. Sehr gerne. Wie groß ist denn der Schwarzmarkt? Kann das irgendjemand mal quantifizieren, ohne dass ich es jetzt google? Bei Alkohol und bei Nikotinprodukten. Also wie viel geht da an der Steuer vorbei? Das ist ja die Definition vom Schwarzmarkt, glaube ich, so mehr oder weniger. Sie meinen, dass die legalen Märkte für Nikotin und Alkohol auch zurückgehen, weil Cannabis legalisiert wird, dass weniger konsumiert wird? Ach so, ja, Entschuldigung, das möchte ich aber trotzdem sagen, das ist nämlich gerade letzte Woche festgestellt worden. Tut mir leid, ich kann das nicht hören mit der Akustik. Einmal aufschreiben. Ach so, Sie meinen, dass es nur wenig Schwarzmarkt für Alkohol und Tabak gibt. Ja, das ist richtig. Bei Tabak ist ein bisschen das Problem, dass ich die sehe, die Besteuerung ist zu hoch. Und immer wenn bei solchen Produkten die Steuern zu hoch sind, dann bildet sich ein Schwarzmarkt. Das heißt, gerade hier in Berlin können Sie an verschiedenen Stellen ganz sicher schwarze Zigaretten kaufen, die allerdings dann auch nicht allzu gut sind. Also ich würde dringend davon abraten. Warum ich es nicht verstanden habe eben, ist, dass ich überhaupt gar keine Vorstellung davon habe, dass es einen Schwarzmarkt für Alkohol geben könnte. Also ich weiß wohl, es gibt Menschen, die brauen Bier oder machen selbst Wein oder haben vielleicht sogar eine kleine Destille. Aber dass es da einen richtigen Markt gibt, habe ich noch nicht von gehört. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass das relevant wird, relativ schnell nach der Legalisierung, weil der Schwarzmarkt für Cannabis ja noch da ist und noch ziemlich groß ist. Und ich denke auch, bezüglich Cannabis, der Schwarzmarkt, ist es wichtig, dass man eine recht schnelle Preisreduktion hat, dass er weggeht. Da war noch eine. Hallo, ich hätte auch eine Frage, und zwar zu den Krankheitsbildern. Läuft man da nicht Gefahr, wenn jetzt die Legalisierung kommt und dann dementsprechend natürlich auch die Awareness bei den Ärzten für Cannabis-Problematiken zunimmt, weil dann auch die Patienten offen darüber reden, dass man da so ein Observational Bias hat, also dass dann auf einmal eine massive Übererfassung von Cannabis-bedingten Krankheiten eintritt, weil das dann einfach dann deswegen diagnostiziert wird, weil es halt ein Fokus ist, weil jede Diagnose ja auch subjektiv vom Arzt und dessen Kenntnisstand und auch tatsächlich zeitgenössischen Faktoren abhängt. Okay, ich antworte mit dem, was Fabian mir aufgeschrieben hat. Ja, Krankheitsbilder durch Legalisierung und ein Bias, den gibt es ganz klar, den kann man auch ganz genau zurückverfolgen. Die Single Convention, die ja auch schon mehrfach genannt wurde, in Artikel 36 und 38 sind Vorgaben zu Prävention und Behandlung. Das heißt, das ist dem Verbot garantiert untergeordnet und das ist gewissermaßen ein Dreisatz. Der Artikel 38 bestimmt erstmal ab ins Krankenhaus, durchaus auch einsperrender. Und dann kommt die Diagnoseschiene, ICD-10, DSM. Das sind sehr weit gefasste Diagnosen. Ja, und mit dieser Diagnose geht es dann in ein Hilfssystem, meistens in ein Krankenhaus, das dieses Krankenhaus ist, das in Artikel 38 genannt wird, im Kommentar zu Artikel 38. Das heißt, man hat hier einen Dreisatz, der effektiv dazu führt, dass Behandlung und Prävention dem Verbot untergeordnet sind. Und das schlägt sich total durchbürokratisiert sind. Und das schlägt sich nieder in Forschungsergebnissen, in Konferenzen, in der Evaluierung, die wir sehen werden. Nur wie gesagt, selbst mit diesen Methoden und mit diesen durchbürokratisierten Messmethoden sieht man nur wenig schlechte Effekte. Man sieht wohl gestiegene Notaufnahmen in einigen Gegenden. Das ist vermutlich dann Überdosierungen. Was ich noch nicht mitbekommen habe, ist zum Beispiel, ob es sich um hauptsächlich Edibles handelt
oder ob es sich um hauptsächlich Mischkonsum auf Partys handelt. Also die übliche Situation wäre, man kommt auf eine Party, trinkt 3 bis 5 Bier, hat einen fetten Joint und dann ist das Wochenende zu Ende. Ich denke, solche Sachen werden wir sehen. Was Krankheitsprävalenzen von Suchtabhängigkeit oder neuerdings Substanzgebrauchsstörung ist, also ich habe wenig Vertrauen in diese Daten, das habe ich gerade erklärt, warum. Es ist aber auch so, dass ich nicht mitgekriegt habe, dass sich da tatsächlich wirklich viel verändert. Und man muss ein bisschen aufpassen mit der Forschung, die das macht, die dann sagen, ja, wir haben das so festgestellt, dass es jetzt in dieser Gegend gehäuft aufgetreten ist, teilweise auch in dieser speziellen konsumierenden Gruppe gehäuft aufgetreten ist und dann Ableitungen daraus macht, die sich auf alle Konsumierenden beziehen. Das ist ein ganz großer Fehler. Da gibt es ein Negativbeispiel bereits aus Kalifornien. Das ist eine Studie zum Konsum bei Schwangeren. Die haben herausgefunden, dass Schwangere häufiger konsumieren, wenn mehr Verkaufsstellen in der Gegend sind. Sie haben aber verschwiegen, dass es in Kalifornien einen Patchwork-Markt gibt. Das heißt, es sind gar nicht gleiche Bedingungen in den verschiedenen Counties. Sie haben auch zwar dazu gesagt, aber das fällt dann unter den Tisch, dass das nur in einem bestimmten Krankenhausanbieter erhoben wurde. Und tatsächlich ist das eine ziemlich lausige Studie und man kann da froh sein, dass es aus den Niederlanden bessere Studien gibt. Wouters et al. 2012, die haben eine komplette Regressionsanalyse gemacht für Coffeeshops und ob man mehr konsumiert, wenn man in der Nähe wohnt. Und das ist eindeutig nicht der Fall. Und das Gleiche gilt auch für Konsum harter Drogen. Und ganz klar ist das die Studie, auf die man sich beziehen sollte, wenn es dann darum geht, ob vor Ort Verkaufsstellen dazu führen, dass vor Ort mehr konsumiert wird in der direkten Nachbarschaft. Das war in Holland ganz klar nicht so. Also ich würde gerne da nochmal was zu sagen, von den Störungs-, cannabisbezogenen Störungen, ne, dass man nochmal unterscheiden muss, wie sieht es in Amerika aus, ne? Da ist ja der Zwangskontext der Hauptanlass, dass dann Behandlung aufgenommen wird, ne? Das ist ganz anders in Europa und vor allen Dingen auch anders in Deutschland, ne? Wir haben wesentlich weniger Zwangskontext Therapiemaßnahmen so als in denen, und wir haben in den letzten 10, 15 Jahren bereits unter Prohibitionsbedingungen einen starken Anstieg cannabisbezogener Störungen, ne? Das heißt, in der ambulanten stationären Suchthilfe sind die meisten heutzutage cannabisbezogene Störungen, ja, und auch die Krankenhauseinweisungen haben einfach zugenommen. Und ich würde sagen, den Daten kann man so einigermaßen trauen. Die Frage ist ja die Erklärung, ne? Also die Erklärung ist jetzt ja nicht, jetzt ist das Zeug freigegeben, das Thema hatten wir schon die ganze Zeit, sondern warum sind mehr gekommen, ist die Sensibilisierung hat zugenommen, die Leute sind auch eher bereit, schon ein Stück mehr über ihre Probleme zu sprechen und nehmen dann auch Hilfe auf, da ist ein Stück in Gang gekommen, die Suchthilfe hat sich ein Stück verbessert, sodass der Zugang für Cannabiskonsumierende auch in den letzten 10, 15 Jahren verbessert wurde. Und vielleicht durch synthetische Cannabinoide, durch höhere THC-Produkte sind tatsächlich vielleicht ein paar mehr, die früher problemauffällig sind durch die durch die Stoffkonzentration, durch synthetische Cannabinoide, wo natürlich auch mehr Probleme entstehen. Ne? Aber die stehen alle gar nicht im Zusammenhang mit der Legalisierung so. Ne? Das glaube ich, muss man nochmal wirklich unterscheiden. Ne? Dieses Steigerungsproblem haben wir schon die ganze Zeit. Ja. Da möchte ich gerne kurz darauf antworten noch. Wir haben diese Entwicklung gesehen in den letzten 15 Jahren, aber sie ist immer noch in dem durchbürokratisierten Suchthilfesystem, das von Menschen wie Mortler, Dickmanns und so weiter, Ludwig, vertreten wurde. Zweitens, das, was sich verbessert hat, wird nicht kommuniziert. Es gibt ganz wunderbare psychologische Therapien, CBT, Motivational Interviewing, ganz neu, Internal Family Systems, falls Sie das kennen, und es wird nicht gesagt, dass diese Dinge gut sind und dass das ist, was einen dort erwartet, wenn man dorthin kommt. Zu wenig. Man erfährt es nur, wenn man zu einer offiziellen Drogenberatung geht und hat dann immer die Sache, dass man schnell in einer Abstinenzschiene landet. In Frankfurt war es so, es gab mehrere Konferenzen Cannabis und Jugendliche. Ich wurde hinterher gefragt, war es gut da? Ich sage, ja, es war alles gut, aber wenn man das schon so macht, dass man auch mit den Jugendlichen redet, warum gibt es kein Angebot im Sinne des Frankfurter Weges? Und
Das gab es dann ein Dreivierteljahr später. Das heißt Rauchmelder, das ist ein sogenanntes Blended Counseling. Das heißt, da kommen die Jugendlichen einmal die Woche hin, ambulant, werden mit verschiedenen Methoden ja nicht behandelt, sondern eher betreut. Und das Ziel ist eben nicht Abstinenz, sondern das Ziel ist Konsumkompetenz. Und das gibt es noch zu wenig, meiner Meinung nach, in Deutschland. Man hat zwar die Sache, dass man sehr verständnisvolle Psychologen treffen wird, aber immer nur in dem alten System und immer noch mit einem starken Bias Richtung Abstinenz. Und vor allem auch in der jetzigen Debatte ist mir aufgefallen, wenn man sich so stark fokussiert auf die Jugendlichen und denen zum Beispiel weiter sagt, mach das nicht, dann wird die wichtigste Präventionsgruppe die 18- bis 25-Jährigen. Denn die laufen dann in den Geschäften auf und wissen nicht, was mit Cannabis los ist. Und dafür brauchen wir eine eigene Präventionsschiene, denke ich. Und da gibt es auch schon gute Beispiele aus Kanada. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die Richtung Gesundheit gehen, denke ich, auch evaluationsmäßig. Und ja, ich denke, in die Richtung muss es gehen, dass man sich da ein bisschen öffnet, von der alten Schiene her. So, ich glaube, okay, eine letzte Frage noch, aber dann sollten wir, glaube ich, mit der Arbeit beginnen. Ich habe eine Frage, du sagtest vorhin, es gibt jetzt eine neue Studie, die Cannabiskonsum und einen entsprechenden Rückgang von Alkoholkonsum untersucht. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie die heißt, und mich würde interessieren, wo wurde die gemacht oder wurde es in mehreren Ländern beobachtet und wie konsistent sind die Effekte, die man da beobachtet? Ja, es gibt so eine Studie, ich habe sie gerade vor ein paar Tagen auf Twitter gesehen, noch nicht genau reingeguckt. Es war ein Rundumschlag Alkohol, Tabak, Benzos und Zielgruppe waren, wenn ich es richtig im Kopf habe, junge Erwachsene. Und es gibt dort unterschiedlichen Ausmaß Reduzierungen. Nur auch bei diesen Studien muss man immer ein bisschen aufpassen mit der Methodik, denn man muss davon ausgehen, dass ein Teil dieser Reduzierungen innerhalb von Mischkonsum stattfindet. Und dann ist es nicht zwingend eine gesundheitliche Verbesserung. Zweitens muss man unterscheiden, sind das verschriebene Substanzen gewesen oder war das Schwarzmarktware? Ich denke aber, ja, der Effekt ist da, dass man ihn messen kann, wahrscheinlich auch. Ob sich jemand findet, der dann auch Geld dafür gibt, eine richtig große Studie zu machen, das ist immer schwierig. Man hat das auch gestern gesehen, es gibt noch Barrieren, wo Politikerinnen und Politiker schlicht und einfach nicht drüber gehen. Sprechen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, aber nicht von Recht und Unrecht und solche Dinge. Und das wird sich niederschlagen in allen Entscheidungsprozessen, die politisch motiviert sind oder politisch funktionieren. Und dazu wird auch die Evaluierung gehören. Das heißt, wie ich eben sagte, unser Ziel muss sein, diese Verbesserung, die wir selbst erleben, sichtbar und nacherlebbar zu machen. Und sobald das der Fall ist, sind sie zugänglich für Forschung, qualitative Forschung, Internetbefragungen. Das geht auch schnell und günstig. Das können wir am CDR jederzeit auf die Beine stellen. Wichtig ist nur, dass die Konsumierenden selbst klar machen, das findet statt, das kann man sehen, wir erleben das. Ihr dürft das nicht zurückfallen lassen. Sehr gut. Vielen Dank. Leute, ihr foltert mich voll. Ich glaube, wir entlassen jetzt erstmal Gerrit. Vielen Dank. Ja. So, wir haben ja noch Arbeit vor uns. Ja. Wir wollen ja dem DAV helfen, die Eckpunkte zu verfeinern. Die erste Frage, und die sollten wir kurz, bevor wir es freischalten, noch mal ganz kurz vielleicht auch diskutieren, dass es dazu ein paar Wortmeldungen vielleicht gibt. Was sollte in so eine Evaluierung hineinkommen? Ich lese mal kurz die Auswahlmöglichkeiten vor und ich möchte direkt daran erinnern, dass in diesem Multiple Choice mehrere Antwortmöglichkeiten möglich sind. Also ihr könnt alles ankreuzen oder auch nichts oder an irgendwelche schönen Muster machen, wie ihr wollt. Soll die Bezugsquelle evaluiert werden, wie man zum Beispiel aus Kanada kennt, wo man immer wieder schaut, so, oh, jetzt haben wir die Hälfte des Marktes. Oh, jetzt haben wir schon 60% des Marktes, also legal. Dann, inwieweit verändern sich Fälle von gestrecktem Cannabis? Das heißt, gerade wenn wir auch Drug-Checking haben, wird es dann weniger Samples geben mit synthetischen Cannabinoiden oder wird es weniger Fälle geben, wie zum Beispiel damals in Leipzig, wo Bleisalze auf Cannabis aufgefunden worden sind?
Dann Konsumprävalenzen allgemein, aber natürlich auch insbesondere bei Jugendlichen. Was verändert sich? Also Monatsprävalenz, Jahresprävalenz und so weiter. Dann ganz spannendes Thema. Einstellung zu Staat und Polizei. Sehr, sehr komplex. Das hört sich auch nach einem eigenen Studienauftrag an. Aber natürlich, wenn CannabiskonsumentInnen die Polizei nicht mehr potenziell als oder nicht mehr Angst hat vor der Polizei, kann es auch oder kann das sehr viele positive Effekte haben. Auch bezüglich des nächsten Punktes. Und zwar traumatische Erfahrungen durch Kontrollen, Stichwort Hausdurchsuchung, Intimdurchsuchung. Das ist ja teilweise schon, sind erhebliche Eingriffe, gerade bei jungen Menschen, die dann, teilweise ist das der allererste Kontakt zur Polizei und dann hat man solche Erfahrungen damit. Dann Straßenverkehr, Unfallstatistik, was verändert sich da? Und vor allen Dingen lässt sich da irgendwie einen Bezug zu setzen. Und da wäre es mir auch persönlich wichtig, dass man das auch mit adäquaten Grenzwerten macht. Weil aktuell auch die Unfälle, die mit über ein Nanogramm assoziiert sind und deswegen quasi Cannabis-Unfälle sind, für mich persönlich sind das keine Cannabis-Unfälle. Die fangen erst bei 3 Nanogramm oder 5 oder 10 Nanogramm an. Je nachdem, was für eine Toleranz die Person hat, was man wiederum mit THC-Säure beispielsweise zumindest individuell sich da ein bisschen nähern könnte. Ein sehr komplexes Thema und ich möchte in dem Kontext auch daran erinnern, dass es viele medizinische KonsumentInnen gibt von hochpotenten THC-reichen Sorten, die komplett fehlerfrei Auto fahren oder nicht fehlerbehaftet als sonst jeder andere auch Auto fahren. Soll keine Ermutigung sein, aber an diese Menschen, PatientInnen etc. sollte man halt eben auch denken. Dann allgemein das Risikobewusstsein. Da sieht man jetzt aus Kanada die ersten Studien, wo man wirklich fragen möchte, wie seht ihr Cannabis? Ist das für euch eher sowas wie Alkohol oder ist das eher was für euch wie Kaffee? Auch ganz spannende Fragestellung, wo man natürlich auch ein bisschen auf, ich sag mal, medizinischen Bias vielleicht achten sollte. Dann, inwieweit ändern sich Konsumformen? Inwieweit wird zum Beispiel mehr verdampft? Inwieweit lässt man eher Tabak weg? Inwieweit konsumiert man eher Edibles? Und also was für Konsumformen, was für konsumierten Mengen, was für Produkte? Dann wieder in den medizinischen Sektor. Einweisungen in die Psychiatrie beispielsweise. Nehmen diese zu? Was ist das durchschnittliche Einstiegsalter? Was lässt sich von den Kriminologen und Kriminologinnen sagen bezüglich organisierter Kriminalität? Gibt es da vielleicht irgendwelche Parallelentwicklungen, die irgendwie negativ sind? Und natürlich allgemein das Sicherheitsgefühl. Inwieweit fühlen sich Menschen, die nicht viel mit Cannabis zu tun haben, irgendwie dadurch belästigt, wenn sie Cannabiskonsum mehr oder minder in der Öffentlichkeit? Reicht ja auch, dass man sich schon unwohl fühlt, wenn einem 2, 3 Jugendliche mit einem Joint entgegenkommen im Wald. Ja, das wird ja wahrscheinlich nicht verboten sein. Also inwieweit sich das verändert? Genau, das ist die erste Frage. Und jetzt meine Frage an euch. Gibt es, bevor wir nachher zur Abstimmung kommen, irgendwelche Punkte, die jemand, wo er gerne kommentieren würde, wo er gerne auf die einzelnen Punkte, die ich genannt habe, gerne was sagen würde, um das Verständnis diesbezüglich ein bisschen zu verbessern? Ergänzung wäre der nächste Punkt. Okay, eine grundsätzliche Frage wäre, wie wir diese Daten erheben. Denn gerade wenn es um diese Punkte gibt zu traumatischen Erfahrungen, zu psychologischer und psychiatrischer Behandlung, wäre es für mich wichtig, ob wir alle Konsumenten oder wahlweise Konsumenten dazu befragen, die ausgewählt werden. Oder ob das im Rahmen von Umfragen stattfindet, die an denen man freiwillig teilnehmen kann. Die gibt es ja, also zweiteres gibt es zurzeit ja auch schon. Aber da würde ich auch sagen, das wird ein bisschen biased sein, weil man von solchen Umfragen generell durch drogensensible Kanäle erfährt. Also wenn man sich ernsthaft sachlich mit Drogen beschäftigt, erfährt man von diesen Kanälen. Und dadurch ist es ein bestimmtes Publikum, was sich an diesen Studien beteiligt. Wie machen wir das? Wie erheben wir die Daten? Ja. Also ich bin großer Fan von sowohl als auch.
Aber es hängt natürlich immer ab mit der Studienförderung, also inwieweit Gelder da sind. Ich glaube, Studien durchzuführen, da mangelt es definitiv nicht an Personal, aber es ist halt die Frage, welche Gelder werden bereitgestellt und wie werden die auch vergeben. Also natürlich, normalerweise ist es auch so, dass verschiedene Institutionen verschiedene methodische Versuchsaufbau bevorzugen. Aber ja, ein sehr spannendes Thema. Genau, meine Frage wäre noch tatsächlich bezüglich auch dem wirtschaftlichen Faktor einfach dahinter, hinter der Legalisierung. Wie viel Geld wurde schon investiert? Wie viele Geschäfte gibt es? Wie viele Produzenten gibt es? Wie viele Arbeitsplätze wurden geschaffen? Inwiefern wurde jetzt auch Geld eingespart, wie vom Professor Dr. Haukapp schon jetzt vorab prognostiziert? Was für einen Gewinn hat es? Wie viel Geld wurde jetzt dann für Prävention ausgegeben? Ich finde es leider sehr schade, dass dieser gesamte wirtschaftliche Faktor nicht wirklich jetzt berücksichtigt worden ist. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Und zwar, es hört sich vielleicht ein bisschen makaber an, aber Geld pro Jahr ist die einzige Einheit, in die ich alle anderen Ergebnisse übertragen kann. Nehmen wir an, man hat so viel Geld für neue Krankenhäuser, neue Infrastruktur und es gibt ein, zwei Parameter, die geldmäßig nicht sonderlich ins Gewicht fallen, aber schlechter ausfallen, dann ist es ja trotzdem netto was Positives. Ich als Naturwissenschaftler hasse Geld als Einheit und möchte damit nicht rechnen, aber ich kann den Gedanken komplett nachvollziehen in dieser Kosten-Nutzen-Bilanzierung. Ja, ich würde einfach gerne mal ein Plädoyer dafür halten, dass wir bei der Beurteilung von Legalisierung nicht ausschließlich uns nur auf problematischen Konsum und problematische Konsumenten vertiefen, sondern auch den Normalkonsumenten in den Vordergrund oder in den Mittelpunkt auch stellen. Und das wird zum Beispiel ganz gut in Kanada gemacht. Da gibt's den kanadischen Cannabis Survey und die fragen halt auch den Otto-Normal-Cannabis-Verbraucher, wie zufrieden ist er irgendwie mit seinem Zugang zu legalem Cannabis, wo gibt's da zum Beispiel Verbesserungsvorschläge. Es werden ganz offene und nicht irgendwie stigmatisierte Fragen gestellt, auch zur Konsumhäufigkeit und vor allen Dingen, das wird sozusagen von der Regierung ausgemacht und da würde ich mir in Deutschland auch wünschen, dass wir da sozusagen einen sehr unaufgeregten einfach eine Konsumbefragung haben und die nicht sich nur auf die problematischen Fälle immer konzentriert. Ja, also ja. Also auch Supply, wie der gewährleistet ist, die Qualität und so weiter. Also vielleicht nochmal, um die Struktur zu erläutern. Also wir schalten gleich diese erste Frage, wo man diese ganz vielen Auswahlmöglichkeiten hat. Und die zweite Frage wird quasi Ergänzung sein. Welche zusätzlichen Maßnahmen wollen wir? Bitte merken für die zweite Frage. Danke. Ja, das geht. Ich schlage dann dieselbe Bresche wie die Vorredner. Im Endeffekt ist ja die Frage da, was auf jeden Fall gemessen wird, sind negative gesundheitliche Folgen. Aber was man dem gegenüberstellen muss, denke ich, sind halt diese positiven gesellschaftlichen Effekte. Und die müssen messbar gemacht werden. Das ist die große Herausforderung. Und dafür ist das ein super Ansatz, wenn man so qualitative Studien macht mit Verbraucherbefragungen. Da gibt's auch Präzedenzfälle für. Zum Beispiel das Bundesamt für Naturschutz macht das jedes Jahr. Die haben so eine große Akzeptanz und Umgang mit Naturräumen-Befragung, was die auch als Munition nutzen, um ihre Ressourcen zu mobilisieren, selbstverständlich. Weil da können die halt sagen, ja, wir haben diese Erfolge, wir stellen diese Fragen. Aber das muss man dann halt auch schon muss man frühzeitig mit anfangen, eigentlich schon vor der Legalisierung, um das überhaupt messbar machen zu können. Also ich denke, das wäre ein wichtiger Punkt, dass man sowas auch tatsächlich fordert. Ja. Danke, ich kann mich hier nur anschließen. Also wirklich fragen, wo habt ihr euch ausbilden lassen? Wo habt ihr eure Bildung her? Wo habt ihr das Wissen über Hanf her? Ja, und eben weg von den
problembehafteten Konsummustern, da haben wir welche und damit müssen wir umgehen. Nur ich würde mich auch freuen, wenn halt eben den beiden Vorrednern folgend der Fokus drauf gelenkt wird, was hat sich getan, was hat sich verbessert, wie war es vorher. Ein kleines Beispiel ist halt eben auch als das Thema Ausstiegsdroge mal zu thematisieren. Vorher, wir haben jetzt gerade Lockdowns hinter uns, ja, wir könnten da den Fokus lenken auf, was passiert, wenn übermäßiger Alkoholgebrauch in Familien passiert, die keinen Auslauf haben im engsten Sinne hier in Berlin-Innenstadt, ne? Hast du nur einen Innenhof für Mülleimer im Grunde genommen. Wenn du dann halt eben Hanf einsetzen könntest, wie wäre es dann als Beispiel? Halt, was ist da Positives bei rumgekommen? Ja, hallo. Ich habe noch etwas zu den negativen Seiten, weil wir müssen auch darauf achten, dass wenn wir zum Beispiel am Ende der Evaluierung so ein Ergebnis haben, wie wir haben mehr Einweisungen in psychiatrische Einrichtungen. Solche Studien habe ich gesehen in den USA, gibt es, dass nach der Legalisierung sowas tatsächlich existiert. Wenn wir nicht wissen, warum es diese Einweisungen in psychiatrischen Einrichtungen gibt, dann geben wir es den Prohibitionisten wieder Argumente, dass die sagen, ja, insgesamt war die Legalisierung ein Fehler. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir auch solche zusätzlichen Fragen stellen wie, warum sind sie eingewiesen worden, was haben die konsumiert, wie hoch war der THC-Gehalt, waren es vielleicht, war es THC mit synthetischen Cannabinoiden drin und so weiter und so fort. Nicht, dass man sich nur einen Aspekt anguckt und den dann evaluiert und wir hoffen, es gibt einen Erfolg, sondern wie können wir auch die negativen Ergebnisse so interpretieren, dass wir daraus konstruktiv und später nach den 4 Jahren immer noch weitermachen können mit der Legalisierung. Ja. Also rein statistisch, ja, ist es wahrscheinlich, dass es Parameter gibt, die schlechter sein werden. Auch wenn vielleicht an der Signifikanzgrenze. Aber rein statistisch, wenn wir hunderte Parameter messen, da werden definitiv ein paar dabei sein, die schlechter sind. Also eins, was wahrscheinlich ist, ist zum Beispiel Vergiftung mit Edibles. Das sieht man halt in anderen Ländern. Aber wieder, es geht halt, das Schwierige ist, nochmal alles zusammenzufassen und das in Summe zu vergleichen. Das ist einmal das Spannende und quasi das übergreifende Metascoring, das ist, da sehe ich, ich sag mal, die Challenge. Weil in den einzelnen Datensätzen, da ist immer ein Bias in die eine oder andere Richtung. Also das alleine wegen den verschiedenen Versuchsaufbauen, die dadurch geprägt sind. Also genau, wie gesagt, ich sehe diesen vergleichenden Ansatz als das Schwierigste und das sollte direkt eigentlich von der Bundesregierung mitbedacht werden, wenn man diese Ausschreibung macht. Also wie bündelt man das nachher alles zusammen und vergleicht das, um auch zu einem guten Resümee zu kommen. Und die Antwort soll ja nicht lauten, von wegen Legalisierung ist super geil oder Legalisierung ist kacke, wir wollen es nicht mehr, sondern wie können wir die Legalisierung noch weiter verbessern? Also generell sollte ja alles immer weiter evaluiert werden und regulatorisch verbessert werden. Natürlich nie zu einem Maße, dass es Menschen schadet, wie bei der Prohibition. Aber ich meine, uns stehen auch nach Cannabis für viele andere Substanzen noch regulatorische Herausforderungen bevor. Mikrofon. Also ich denke, in der Ankündigung ist ja die Evaluation benannt worden, ne? Und wir wollen 4 Jahre später evaluieren, ne? Und wenn man das jetzt ernsthaft nimmt, ne? Und vorhin war schon die Hinterfragung, gibt der Staat dafür auch Geld aus? Wenn man diesen großen Wurf macht und später auch ja Milliarden Steuergeld einnimmt damit, ja? Wenn man jetzt da nicht das groß anlegt, dann denke ich, muss man das wirklich sehr, sehr stark kritisieren. Also man muss echt hier die Politik und die Ampelkoalition in die Pflicht nehmen, dass eine wirklich umfassende Evolution und auch gerade in dieser Komplexität, wie sie hier auch angesprochen wurde, dass es nicht so eine einseitige Negativ-Evolution gibt, dass man das wirklich fordert. Und das muss ja jetzt passieren. Ja, das heißt, wir können nicht erst warten, bis die Gelder eingenommen werden, weil es muss jetzt investiert werden. Und da geht es um mehrere Millionen Euro. Und da müssen verschiedene Forschungsinstitute, die vielleicht ihr spezielles Know-how haben, halt wie eine Art konzertierte Aktion vielleicht auch zusammengeschlossen werden, ne, die ganzen verschiedenen Fragestellungen bearbeiten. Ja. Ja, ich sehe sehr, sehr viele Hände. Ich würde aber gerne irgendwann mal mit der Frage starten. Also überlegt mal, ob es wirklich um zu beantworten für die Frage wichtig ist. Aber wenn es wichtig ist, bitte. Ja, danke. Also ich finde, es wurde ja gerade gesagt, das muss umfassend sein und ich finde, der Begriff Drogenmündigkeit ist halt da wieder sehr zentral,
Und wie man das misst, ist auch wieder eine riesige Frage. Also für alle, die es nicht wissen, das setzt sich zusammen aus Risikomanagement, Kritikfähigkeit, Genussfähigkeit und Drogenwissen. Und da müsste man eigentlich meiner Meinung nach halt bei allen Dimensionen von diesem Begriff Drogenmündigkeit halt jetzt schon schauen, wie mündig ist die Gesellschaft mit ihrem Drogenkonsum und welchen Effekt hat halt die Legalisierung. Und da muss halt gleichzeitig auch, also Drogenmündigkeit ist etwas, das wir haben sollten. Da muss die Legalisierung, also das ist auch eine Chance, würde ich sagen, die Legalisierung. Und das muss halt einen mündigen Bürger quasi und mündige BürgerInnen müssen geschaffen werden für halt Drogenkonsum. Ja, vor allen Dingen gibt es ja auch die Chance, jetzt Dinge, die man bei Cannabis anwenden will, die auch auf Alkohol oder Tabak anzuwenden. Das geht ja alles so ein bisschen in dieselbe Richtung, aber natürlich, langfristig wollen wir eigentlich dorthin, ja, dass Menschen mit Aufklärung diese Entscheidung, ja, wie Gundula Barsch es quasi als Drogenmündigkeit bezeichnet, quasi selber gestalten können. Ich hatte jetzt auch noch eine Sache, du hast es eben kurz erwähnt gehabt, das Thema mit dem Führerschein, den Nanogramm-Grenzwerten. Ich bin selbst betroffen als Cannabis-Patient und ich empfinde es als sehr, sehr wichtig, dass wir da die Datenbasis gerade bei Langzeitkonsumenten noch erhöhen, um da auch wirklich fundierte Antworten in der Zukunft auch dann evolutionär, sage ich mal, das war glaube ich nicht das richtige Wort, aber einfach um da auch wirklich eine vernünftige Lösung finden zu können, um nicht die Leute zu stigmatisieren und ich sag mal, das war es eigentlich schon. Ja. Wir müssen aufpassen, dass die Recreational-Grenzen, die wir jetzt etablieren, beispielsweise ein gestaffeltes Modell von 3 und 10 Nanogramm pro Serum pro Milliliter THC, dass und unter 3 ist alles gut, ab 3 nur, wenn man noch Auffälligkeiten hat, die ordentlich dokumentiert sind, auch danach von einem Arzt bitte, und ab 10 immer. Ja, wenn man so ein Modell hat für die Recreational, dann ist es wichtig, dass diese nicht automatisch für die PatientInnen angewendet werden. Das ist halt sehr wichtig. Ich habe aber da leider auch so Befürchtungen, deswegen sage ich es immer. Dankeschön. Ich hatte noch eine Anmerkung zu der Durchführungsanmerkung mit der Evaluierung, wenn viele Institute zusammengeschlossen werden. Ehrlich gesagt wäre ich für den anderen Weg, dass da tatsächlich nicht nur ein Institut die Federführung bekommt und dann andere da weiter verpflichtet und dann ein autoritäres System entsteht, sondern in der Wissenschaft ist eigentlich auch Konkurrenz von Ideen. Also eigentlich müsste die Evaluierung breit aufgehangen werden, dass mehrere Institute tatsächlich unabhängig voneinander das vornehmen, weil nur dadurch kann man auch tatsächlich eine möglichst objektive Datenerhebung gewährleisten. Ja, genau. Ich denke, da gibt es auch generell unter Wissenschaftlern Konsens. Je mehr, desto besser. Und Abwechslung und Diversität ist immer gut in dem Kontext. Auch gerade was unterschiedliche Methoden angeht, gerade weil man ja weiß, und das ist ja gerade das Schöne daran, wenn man unterschiedliche Methoden hat und alle haben so einen Bias in irgendeine Richtung, dann kann man trotzdem, wenn man die quasi zusammen in einem Meta-Review oder sowas beurteilt, kriegt man eine ganz gute Idee. Ja, wenn jetzt auch die Frage ist, wie könnten solche Studien durchgeführt werden, eine Frage auch zur anstehenden Abstimmung überhaupt. Stimmen wir jetzt ab, was wir alles an Parametern denn erfassen könnten, die interessant wären? Oder stimmen wir ab, was wir wirklich brauchen, wo wir sagen, das muss vor der Legalisierung noch wirklich auch handfest quasi erfasst werden, weil natürlich je mehr Parameter wir jetzt sagen, die müssen erfasst werden, desto länger dauert es auch, bis wir sagen können, okay, jetzt haben wir eine Before-Basis, die wir dann mit der After-Basis vergleichen können. Das ist natürlich auch ein großer Zeitfaktor, wenn überhaupt erst im Herbst vielleicht ein Gesetz kommt. Wenn dann eine Ausschreibung kommt zu x Studien, bis die durch sind, das kann natürlich dann die Eröffnung der Fachgeschäfte auch nochmal in die Länge ziehen. Deswegen wäre jetzt die Frage, stimmen wir jetzt ab, was brauchen wir als Mindestset oder stimmen wir jetzt ab, was kann man perspektivisch vielleicht auch alles noch berücksichtigen? Ja, also die Frage ist ja als Muss gestellt. Das heißt schon, was wir als vernünftige Parameter ansehen und was erfasst werden sollte. Also uns muss auch bewusst sein, ein kleiner Teil von unseren Steuergeldern geht dann dort rein. Das heißt, wenn wir jetzt ganz viel wollen, bleibt die Mehrwertsteuer, wie sie ist. Genau, das ist Frage 2. So, wenn jetzt keiner lautstark den Arm so schnell nach oben picht, dass ich es höre, würde ich jetzt einfach mal mit Frage 1 anfangen. Bezugsquelle, gemeldete Fälle von gestrecktem Cannabis, Konsumprävalenzen, Einstellung zu Staat und Polizei, traumatische Erfahrungen, Unfallstatistik, Risikobewusstsein, Konsumformen, und dann muss man ja scrollen, oder?
konsumierte Menge, konsumierte Produkte. Ich hoffe, das Scrollen klappt auf den Mobile Devices. Sehr gut, sehr gut. Einweisung in die Psychiatrie. Durchschnittliche Einstiegsalter. Aktivität der OK, also organisierte Kriminalität. Und Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum. So, dann stimmt jetzt ab Rianne Vablü. Niemand ist sich unsicher. Das ist ja sehr schön. Wir wissen alle, dass sich die Konsumprävalenz nicht wesentlich ändert. Also es gibt kleinere Tendenzen in gewissen Subpopulationen. Es gibt auch problematische Konsumenten, die dann einfach an mehr Material kommen und so weiter. Also, aber ich sag mal, es ist jetzt nicht so, dass auf einmal ein Großteil der Menschen, die noch nie Cannabis konsumiert haben, dann auf einmal anfangen, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Und Probierkonsum sollte man vielleicht auch nicht übertraumatisieren. Deshalb ist das auch wahrscheinlich eine der wichtigsten Größen, weil die inhärenten Gefahren von Cannabis, die bleiben ja dann, wenn die Konsumprävalenz relativ konstant bleibt, auch relativ konstant. Natürlich gibt es so Trends und natürlich, wir haben aktuell Probleme und wenn wir bessere Lösungen für die Probleme finden, ist das natürlich gut. Also ich möchte nicht Therapien oder Prävention und so weiter jetzt irgendwie die schmälern. Aber es ist einfach nicht so signifikant, wie sich beispielsweise der Markt dann entwickelt. Hat noch irgendjemand eine Anmerkung? Ansonsten würde ich mit der Frage 2 starten. In der Frage 2, das ist quasi so ein Free Field, da kann man quasi eintragen, was einem quasi fehlt. Also wir hatten ja eben schon einen Punkt, was würdet ihr wollen, dass wissenschaftlich erfasst wird, um das quasi in Studien zur Legalisierung in Deutschland wissenschaftlich vergleichen zu können. Also was für Punkte haben euch gefehlt? Die könnt ihr dann reinschreiben und wir werden dann am Ende versuchen, die ein bisschen zusammenzufassen. Es ist natürlich bei so Freitextgeschichten immer ein bisschen schwierig. Hi, ja, ich wollte eigentlich nur kurz die Anmerkung machen, dass ich es auch, ob irgendjemand für mich reinschreiben könnte, dass wir auch generationsübergreifende Studien auch brauchen, also Evaluation, sodass wir auch schauen, so, okay, was ist denn jetzt mit den ganzen Jahrzehnten überhaupt passiert? Ich meine, es ist ja nicht nur die tatsächlichen KonsumentInnen, die darunter gelitten haben, sondern auch deren Angehörige und Mitmenschen in die Berufe und alles Mögliche, also auch Führerscheinentzug, so was das auch allein auch im Endeffekt bei der Existenzzerstörung mitgemacht hat, das meinte ich. Also eine Aufarbeitung der Prohibitionsschäden der letzten Dekaden. Genau so. Also in Richtung Amnestie, aber nochmal weitläufiger und gesellschaftlich gesehener sozusagen. Ne? Also wirtschaftliche Effekte. Ich denke, die sind auch, ich sag mal, eng verknüpft mit der Bezugsquelle schon. Aber natürlich sind halt wahrscheinlich andere Effekte noch drin. Und zwar, also es ist halt ja, wenn man die Haukap-Studie gelesen hat, sieht man, dass es einen riesen Rattenschwanz hat. Sei zum Beispiel auch Firmen, die Zulieferer sind von der Cannabis-Industrie und so weiter. Das heißt, das quasi so ein bisschen weiterfassen. Sieht man auch direkt beim zweiten, also Wirtschaftlichkeit, Steuernahmen, monetäre Betrachtung. Ich denke, die beiden kann man auf jeden Fall miteinander schon mal verknüpfen. Konsummotivation. Das ist natürlich, ich überlege gerade, wie weit es schon in anderen Fällen drin ist, aber es ist natürlich auch, ich sag mal, bei allen psychologischen Studien ist das natürlich auch was man erfassen sollte. Wobei es natürlich auch, wenn man es mit Fragebogen macht, kann es einen gewissen Bias haben. Also es gibt auch manche Menschen, die sich auch, ich sag mal, ihren Konsum einfach als medizinisch schön reden und eigentlich einen ziemlich problematischen Konsum haben. Gibt es auch. Ist aber natürlich, wenn es dafür ein gutes Design gibt, ist es definitiv sehr spannende Information. Allgemein natürlich der Einstellungswandel. Ich würde sagen, das ist eng verknüpft mit dem Risikobewusstsein, was wir vorhin schon hatten. Also sieht man Cannabis mehr als sowas wie Kaffee oder ein bisschen mehr als sowas wie Alkohol. Konsumkompetenz und Drogenmündigkeit. Geht auch, ich sag mal, in dieselbe Richtung mit Risikobewusstsein.
Psychotherapie ist wieder auch sehr nah dran an den Einweisungen Psychiatrie. Ich denke auch, das ist hier ein bisschen exemplarisch. Also eine Einweisung in eine psychiatrische Anstalt, das ist schon, ich sag mal, was sehr Spezifisches. Ich denke, die Person, die das geschrieben hat, die will auch, dass ambulante Behandlungen adressiert werden. Also ich denke, das sollte man vielleicht ein bisschen allgemeiner formulieren. Ja, ich meine, diese Einstiegsdrogen-Fragestellungen sind immer ein bisschen schwierig, egal in welche Richtung. Ja, wenn man ehrlich ist, also es gibt kaum Monokonsum. Ja, es fängt ja schon damit an, dass auch in den meisten Joints Tabak drin ist und Alkohol oder irgendwelche Stimulantien parallel konsumiert werden. Es ist immer schwierig, Leute zu finden, die wirklich, gerade wenn man sich auch normale Genussmittel und Medikamente anschaut, und also das genauer zu betrachten, bin ich auch ein großer Fan von, aber es ist halt schwierig. Gerade auch im persönlichen Kontext, wenn man zum Beispiel die Information zu dem behandelnden Arzt oder der Ärztin gibt, unterschlagen die das oftmals. Und es kann gut sein, dass die Person beispielsweise auf irgendein Medikament auch schlecht reagiert. Und dieses einfach gar nicht berücksichtigt. Oh, ich habe ja gestern einen Hustenblocker genommen, aber dass der vielleicht auch eine Ketamin-ähnliche Wirkung hat, wird dann gerne mal vergessen. Genau. Ja, also allgemein Einfluss halt auf die Lebenssituation. Das ist eine sehr, sehr allgemeine Fragestellung. Ja. Aber wobei positive gesellschaftliche Effekte, das ist ja quasi auch eine Summe aus sehr vielen verschiedenen Parametern, wo auch schon, ich sag mal, sehr viele abgegriffen werden. Also ich glaube, wir werden das wahrscheinlich noch mal in Ruhe ein bisschen zusammenfassen und vielleicht auch noch mal mit den anderen Punkten vielleicht ein bisschen verknüpfen. Müssen wir mal schauen, wie der Georg das gerne für morgen hätte. Genau, ansonsten, wie viele Menschen würden gerne anstatt zu rauchen Edibles umsteigen? Das hatten wir auch, inwieweit sich quasi Konsumformen, Mengen, Produkte und so weiter ändern. Genau, spannende Frage, aber auch wieder Richtung Einstiegsdroge. In dem Moment, wo man, also Menschen nicht dadurch, dass sie Cannabis konsumieren wollen, sich dadurch einen Bezug zum Schwarzmarkt schaffen, dass sie dadurch vielleicht dann auch einen weniger Bezug dann haben für Speed und Ecstasy und so weiter. Kann ein positiver Effekt sein. Ich bin nicht so ganz überzeugt davon, aber genau. Genau. Das sind all diese Fragen, die so, ich sag mal, eher so Richtung Verbraucherschutz, Verbraucherzufriedenheit auch gehen. Ja, genau, da hatten wir bis jetzt halt das Sicherheitsgefühl, aber das, ich sag mal, wenn man ein Questionnaire auf, ich sag mal, die Normalbevölkerung loslässt und fragt über Sicherheitsgefühl, dann sollte man die vielleicht noch ein paar andere Dinge fragen. Genau, oh ja, also, was ich eben schon gemeint habe, Einweisungen psychiatrischer Einrichtungen ist ja ein sehr spezieller Fall und da sollte man vielleicht auch andere vergleichbare medizinische oder psychosoziale Intervention mit berücksichtigen. Und ein paar sind jetzt hier auch noch genannt, wie beispielsweise Beratungsgespräche und so weiter. Ja, alles gut, alles gut. Die Frage ist halt, wie detailliert wir da auf alles eingehen wollen. Wir haben noch Zeit und ich denke, wir sollten jedem Beitrag zumindest mal kurz drüber schauen. Genau, das ist wieder auch sehr, sehr nah an Verbraucherschutz, aber halt mit einer, ich sag mal, mit positiven Fragestellungen halt. Wie zufrieden seid ihr mit eurem Kaffee? Wie zufrieden seid ihr mit eurem Bier? Ja, habt ihr Abweichung bei eurem Bier? Oder ist es immer die gleiche Prozentzahl an Alkohol? Also, man kann solche Fragestellungen halt auch positiv formulieren, was vielleicht Sinn macht. Genau, Auswirkungen auf den medizinischen Cannabismarkt.
Ist eigentlich mein Mikrofon ein kompletter Wacklerkontakt? Weil ansonsten... Okay, weil ich kann auch mal das Handmikro nehmen, wenn das die Sache einfacher macht. Versteht man mich? Okay, dann lasse ich alles. Genau, das sind auch alles Aspekte, die hatten wir auf jeden Fall schon. Also ein bisschen mehr wirtschaftliche Fragestellungen, sozioökonomische Fragestellungen. Verdrängungseffekte von anderen Substanzen. Also ich meine, es wird ja jetzt schon auch Drogenkonsum oder also Prävalenz und so weiter von anderen Substanzen erfasst. Also es gibt ja auch Drogenberichte auf europäischer und deutscher Ebene. Eine Frage ist natürlich auch, inwieweit, wenn wir jetzt betonen, von wegen muss in die Evaluierung rein, soll man jetzt auch Daten nennen, die sowieso erhoben werden? Ich meine, generell, je mehr Daten, desto besser. Deswegen würde ich tendenziell auch sagen, ja, eher man nennt es, als dass man was vergisst. Also es ging dabei auch vor allen Dingen bei den Verdrängungseffekten auch die Kausalität abzufragen. Also wenn ich jetzt nur die Prävalenzen anschaue, kann ich ja nicht sagen, wenn jetzt der Alkohol zurückgeht, warum ist der denn jetzt zurückgegangen? Ne? Da müsste ich ja die Leute auch gefragt haben, hast du denn jetzt, weil du zum Beispiel vielleicht mehr Cannabis konsumierst, weniger Alkohol stattdessen konsumiert? Ne? Und das war vielleicht so der Punkt nochmal so als Ergänzung. Ja, ja, ja. Die schwierige Trennung von Correlation und Causation. Wichtiger Punkt. Genau, das Generationsübergreifen hatten wir ja schon. Ja, das ist ja, ich sag mal, sehr, sehr übergeordnet. Da, ich sag mal, gerade bei so einer Fragestellung, die zeigt ja die übergeordnete Fragestellung. Das heißt, wie wir alle unsere Evaluierungspunkte, wie können wir die in ein schönes Narrativ verpacken? Und auch ehrlich kommunizieren, was quasi die Folgen sind. Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch innerhalb der Prohibition Entwicklungen. Also innerhalb der Prohibition stieg zum Beispiel beim Blütenmaterial oder neu in den letzten Jahren auch bei Haschisch, zum Beispiel THC-Konzentration, normalerweise deutlich geringer als was in den Medien steht, aber man sieht diese Tendenzen. Oder auch beispielsweise es gab mal, ich glaube, in den 90er Jahren stieg die Konsumprävalenz bei Jugendlichen, danach ist sie wieder leicht gefallen. Jetzt aktuell steigt sie wieder leicht. Das sind ja auch alles Entwicklungen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir müssen das generelle Rauschen von Daten, auch wenn wir uns Unfallstatistiken anschauen, ja, es sieht alles immer zickezacke aus. Diese Trends richtig einzuordnen und so, ist nicht trivial. Und deswegen ist es halt auch wirklich wichtig, dass da halt auch Geld in die Hand genommen wird und verschiedene Menschen draufschauen. Das wurde aber jetzt auch schon mehrfach genannt. Inwieweit Cannabinoide auf den Hormonhaushalt wirken? Das ist eine sehr spannende Frage. Man hat herausgefunden, dass beispielsweise CBD in sehr hohen Dosen im Tierversuch reproduktiv toxische Effekte hat. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass irgendwann mal sogar CBD als CMA eingeordnet wird. Also und deswegen ganz starke, also das ist eine Klasse von Stoffen, die dann gar nicht mehr in Konsumgütern drin sein darf, was ein bisschen absurd wäre. Das ist aber eher ein Problem von Toxikologen, die nicht mit Dosierung arbeiten. Und diese Klassifikationen, die sind manchmal dosisunabhängig. Also es gibt endokrine Wirkungen, aber normalerweise bei sehr, sehr hohen Dosierungen. Und ansonsten, Stichwort Hodenkrebs, da gibt es ja auch es gibt eine sehr schöne Studie, wo man quasi zwischen CannabiskonsumentInnen und Nicht-Cannabiskonsumenten und innen vergleicht, wie hoch verschiedene Krebsprävalenzen sind. Und statistisch ist es witzigerweise bei den Cannabiskonsumenten sogar leicht niedriger, aber zum Beispiel Hodenkrebs geht ein bisschen höher bei Männern. Und das ist zum Beispiel auch eine Frage, inwieweit zum Beispiel gewisse Risikogruppen, zum Beispiel Männer, die als Kind einen Hodenhochstand hatten und so, inwieweit die zum Beispiel eine gesonderte Warnung nochmal bekommen für den Cannabiskonsum, den halt eher niedrig zu halten. Ähnlich wie man es halt jetzt macht bei Menschen, die zum Beispiel anfällig für psychotische Erkrankungstypen sind. Also das ist ein sehr spannendes Thema, aber ich finde, es wird ein bisschen überbewertet, das mit der hormonellen Wirkung. Also jetzt eine persönliche Meinung.
Wirtschaftliche Faktoren, Strafensystem, positive Drogentourismus. Genau, Drogentourismus ist ein spannendes Thema, aber wir hoffen ja, dass uns in den nächsten Jahren mehr Länder folgen. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass Niederländer unbedingt nach Deutschland kommen. Cannabis als Medizin, also wie die Entwicklung ist, das hatten wir zwar hier noch nicht, aber allgemein hatten wir da schon den Punkten. Genau, Einstellungswandel hatten wir auch mit dem Risikobewusstsein. Das, denke ich, sollte zusammengefasst werden. Mischkonsum, Edibles und Getränke, das zählt auch zu, also wir hatten ja schon Konsumformen, Menge und Produkte. Und ansonsten Mischkonsum ergreift halt, ich sag mal, diese generellen Daten. Also welche Drogen werden von welchen Bevölkerungsgruppen, von welchen Altersgruppen konsumiert. Wird ja bereits erfasst und spannendes Thema. Genau, das hatten wir aber im Prinzip schon das werden wir mit dem Risikobewusstsein zusammen verknüpfen. Ja. Genau, medizinischer Nutzen von Terpenen. Auch ein ganz spannendes Thema. Also Terpene können Wirkung haben. Terpene können auch psychoaktive Wirkung haben. Ja. Zum Beispiel das Linalool im Lavendel beruhigt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass man mit normaler Cannabis-Exposition, wenn Blütenmaterial 2-3% Terpene hat, das, was wir bei uns aufnehmen, sind Milligramm. Das heißt, der Hauptteil der Entourage-Effekte wird wahrscheinlich eher von den Cannabinoiden gesteuert. Also vor allen Dingen halt THC, CBD, CBN. Bei oralen Konsum natürlich sind die verschiedenen Säuren noch relevant. Terpene können in besonderen Mischungen auf jeden Fall eine Rolle spielen. Aber diese Mengenbeziehung, ja, das, was ich gerade bei dem CBD kritisiert hat, das wird erst bei richtig hohen Dosen problematisch. Ja. Genauso ist es bei Terpenen. Bei richtig niedrigen Dosen werden die Effekte wahrscheinlich nicht so stark sein. Das glaube ich, das wird in der Szene so ein bisschen überbewertet. Aber für das Geschmackserlebnis und wie gut man es inhalieren kann und so weiter, ist das natürlich sehr wichtig und das spielt da eine Rolle. Es gibt Aromatherapie. Ja. Menschen, also ich finde auch, dass man nicht immer negativ über Placebo reden sollte. Also wenn gewisse Unternehmen Geld mit Placebo verdienen, dann sollte man die kritisieren. Aber wenn Placebo bei Menschen wirkt, dann ist das an sich nichts, was es zu kritisieren gibt. Dann sollte man sich für die Person freuen, dass es ihr besser geht. Genau, Schwarzmarktänderung hatten wir auch schon. Fettes Dankeschön. Gebe ich zurück an die Organisatoren. So, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde bis zum Mittagessen. Falls noch jemand was sagen möchte zum Thema, wie messen wir den Erfolg, Evaluierung von der Legalisierung, dann wäre jetzt eine gute Zeit dafür. Danke, ich habe eine Frage zum Datenschutz tatsächlich. Wie kriegen wir es hin, dass möglichst viele dran teilnehmen und dass das halt datenschutztechnisch umgesetzt werden kann? Was habt ihr da für Ideen? Das überlasse ich den WissenschaftlerInnen. Nein, ich meine, die müssen alle durch eine Ethikkommission durch und da geht es halt genau um solche Dinge, wie man das anonym gestaltet. Wenn ich an meinen Vormoderatoren hier erinnere, Dr. Bernd Werse, er beispielsweise macht Studien, wo er erfasst, wie Leute illegal Cannabis growen. Ja, also die illegale Cannabiskultur. Wie viele Pflanzen baut ihr an? Wie viel konsumiert ihr selber? Wie viel verkauft ihr? Das kriegen die auch hin. Deswegen bin ich mir sicher, dass gerade wenn wir sowieso legalisieren, das sogar noch weniger ein Problem wird. Und ansonsten immer wenig, also natürlich sollte man keine zu persönlichen Daten erfassen. Natürlich, ich sag mal, Alter, Geschlecht und so weiter ist ein relevanter Parameter, gerade wenn man dann nachher gezielt diese Daten für die Prävention nutzen möchte. Aber ansonsten personalisierte Daten, dass man die irgendwie reverse-engineeren kann oder so weiter, nee, also dem wird in der Wissenschaft eigentlich immer vorgebeugt. Ja, jetzt hast du es eigentlich schon gesagt mit dem Ethikrat. Ich wollte noch sagen, dadurch, dass wir die Läden haben oder Fachgeschäfte oder was auch immer es sind, hast du natürlich eine gute Möglichkeit, alle Leute abzuholen schon beim Einkauf. Das heißt also, die Läden oder die Brands, die werden halt ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen müssen zu ihren Kunden, dass die, je mehr sie dann halt auch gerne dann preisgehen in diesem Safe Space. Wenn man jetzt Social Clubs hat, das wäre dann auch wieder so, also ich würde nur sagen, die Erhebung wird halt wesentlich leichter, als sie bis jetzt war, bei uns vor allen Dingen, also weil, ja,
Und da müssen keine 2000 Leute zusammengesucht werden, sondern dann halt, irgendwie hast du halt Millionen Konsumenten, die du, wo du die Daten abfragen kannst. Ja, wobei es aber die, ja, ich denke, man muss auch vorsichtig sein mit den Daten, die man aus Fachgeschäften erhebt. Also allgemeine Daten, ja, aber ich sag mal, in dem Moment, wo es so persönlich wird, verliert man unter Umständen Kunden und der Schwarzmarkt gewinnt einen Kunden. Ach so, ja, okay. Ja, okay, also ich paraphrasiere mal nochmal ganz kurz. Also es ist quasi nochmal so ein, eine zusätzliche Methode, dass man quasi innerhalb Fachgeschäften auch nochmal Daten erheben kann, neben typischen Online-Befragungen etc. Ja, ich bin sowieso ein Freund von Diversität, weil in dem Moment, wo man versucht, ähnliche Fragen über unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, also über oder unterschiedliche Methoden Antworten zu bekommen, kriegt man dann in der Summe oftmals ein realistischeres Ergebnis, also ein Konsensusprinzip. Das, da bin ich ein großer Freund von. Ich wollte noch eins sagen, und zwar das Feld, welches wir halt eben jetzt hier durch die Legalität eventuell betreten, ist ja so groß, man kann ja überall forschen, so ist ja für jeden Forschungszweig quasi etwas dabei. Und die Komplexität des Themas, die eröffnet uns jetzt so viele neue Wege. Wenn wir jetzt mal eine Mindmap uns vorstellen, auf der die ganzen Möglichkeiten stehen, an denen man jetzt forschen könnte, das ist ja so immens. Und ich finde es im Moment halt einfach wichtig, einen Fokus schön zu legen, so woran will man denn forschen, was soll evaluiert werden von den Stellen, die sich halt eben jetzt damit befassen werden, ne? Weil man hat ja dann auch als Konsument dann vielleicht auch ein persönliches Interesse, welchen Weg denn die Zukunft dann gehen soll oder welchen Weg wir dann gemeinsam gehen wollen. Ja, ja, ja. Und wir dürfen halt auch nicht das Nadelöhr vergessen, und das ist das liebe Geld. Und deswegen geht es ja auch darum, was sagt der DAV von sich aus, was Parameter sind, die wir für die Evaluierung auf jeden Fall mit einbeziehen wollen. Und ich denke, gerade bei so diesen Punkten, also das werden ja viele Leute aus dem Gesundheitsbereich da sein, aber ich sage mal, diese typischen Prohibitionskritiker werden halt, da werden nicht so viele Leute dabei sein. Und deswegen gerade so Vertrauen zum Staat oder weniger traumatische Erfahrung durch die Polizei, das ist, glaube ich, das, was wir am meisten halt reinpushen müssen. Und ansonsten, ich denke, es hängt letztlich nachher an den Geldern ab, wie viele verschiedene Institute dran beteiligt sind und wie viele Parameter es nachher sind. Ist halt immer kurz vorm Sterben, also die freut sich immer über jeden Cent, so dass da noch ein bisschen kritisch geforscht werden kann in irgendeinem Bereich. Das ist halt wirklich katastrophal. Und wäre schön, wenn halt auch kritische Forschung in dem Feld dann auch seinen Platz, also sollte definitiv seinen Platz haben, so. Und ich meine, wir haben ja jetzt nicht hier ein Allheilmittel, so, wo gesagt, hier nehmen viel ein und es wird auf jeden Fall super sein und manche Leute haben da scheinbar ein bisschen undifferenziert bei der ganzen Sache, habe ich manchmal das Gefühl. Und ja, aber ist ein weiter Weg und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, vielen Dank. Ja, also ergänzend zu traumatischen Erfahrungen mit der Polizei würde ich vor allem auch nochmal das Thema Strafverfolgung und Justizvollzug aufbringen. Also das ist ja, finde ich, auch ein großes Problem. Wir wissen ja gar nicht, wie viel, also es werden jetzt keine Massen sein, aber wir wissen Stand heute nicht, wie viele Leute wegen Cannabis im Gefängnis sitzen. Ne? Wir wissen, das sind bei Betäubungsmitteln insgesamt so 6.000, aber wir wissen nicht, wie viele davon sind Cannabis-Delikte oder auch zu anderen Substanzen. Und das finde ich auch eine große Problematik, dass man das im Prinzip nicht weiß und momentan und dann eigentlich auch gar nicht gegenüberstellen könnte, wie viele Leute kommen jetzt nicht mehr in den Knast, wie viele Leute werden vielleicht auch nicht mehr krank durch den Knast. Also Gefängnis ist ja letztendlich auch eine Brutstätte für psychische Erkrankungen aller Art. Und das finde ich auch nochmal ein wichtiges Thema. Definitiv. So, gibt's noch irgendjemanden, der noch was sagen möchte? Ansonsten würde ich die Session jetzt beenden. Vielen lieben Dank.